Mit unserem Qualitätsprogramm Qualitätszeichen Baden-Württemberg wollen wir den Verbrauchern eine Sicherheit für definierte Qualitätsstandards beim Anbau, bei der Erzeugung, bei der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte geben. Damit verbunden sind eine gesicherte Herkunftsangabe, nämlich aus Baden-Württemberg, und ein dreistufiges neutrales Qualitätssicherungskontrollsystem. Das heißt, der Verbraucher kann sicher sein, dass das, was draufsteht, auch tatsächlich stimmt. Das alles soll eben für Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Erzeugung beim Landwirt bis hin zur Verkaufstheke sorgen und gibt dem Einkäufer einen verlässlichen Wegweiser für gesicherte Qualität aus Baden-Württemberg. Das Land als Zeichenträger Qualitätszeichen Baden-Württemberg sowie die Akteure entsprechenden regionalen Wertschöpfungsketten müssen sich aber auch den gesellschaftlichen Forderungen nach zum Beispiel mehr Tierwohl in der Produktion oder Verarbeitung stellen und entsprechend auch reagieren können. Neben einer staatlichen Förderung und Beförderung eines solchen Anpassungsprozesses bedarf es aber auch einer entsprechenden Inwertsetzung im Markt, das heißt letztendlich auch eine Honorierung durch Sie, den Verbraucher. Mein Name ist Annika Thier, ich bin Landwirtin und wir mästen auf unserem Betrieb Schweine. Wir legen hier Wert auf eine tiergerechte Haltung. Das heißt, unsere Tiere haben 40% mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Wir haben außerdem Stroheinstreu, das heißt, den Tieren steht auch ein artgerechtes Futter zur Verfügung und auch als Spielmaterial. Die Tiere spielen sehr gern mit dem Stroh. Außerdem haben wir jetzt hier auf eine besondere Rasse gelegt, das heißt, wir machen Durre, um auch eben eine besondere Fleischqualität zu garantieren. Und was noch so das i-Tüpfelchen ist, wir haben auch unseren Soja aus Europa. Also die Tiere bekommen einen GVO-freien Soja. Das Thema Tierwohl und auch Qualität ist für uns und unsere Kunden natürlich essentiell. Ein Fachgeschäft hat einen höheren Preis, muss sich natürlich über die Qualität und über die Regionalität definieren. Man kann die Tiere anders vermarkten, man kann sie besser vermarkten, als wenn man jetzt konventionell die ganze Sache macht. Und es wird eben auch mehr wertgeschätzt. Hallo, ich bin Martin Frey und bin Schweinemeister. Der Stall ist also ein Tierwohlstall mit drei verschiedenen Bereichen. Einmal ist der inner der Warmbereich, da wo praktisch die Festfläche ist, wo Stroh eingestreut wird. Und dann ist auch noch der Bereich, wo sie fressen und saufen können. Und dann ist noch der Auslauf außerhalb, der ist mit Außenklima und ist mit Türen verbunden praktisch. Da können die Schweine rein rausgehen, wie sie sich wollen. Wir haben uns für den Stall entschieden, damit einfach den Tieren, dass es ihnen gut geht, damit die ihren Bereich selber raussuchen können. Was wir natürlich noch unter dem Zeichen jetzt forcieren müssen und voranbringen müssen, ist das Thema Tierwohl. Qualitätszeichen Baden-Württemberg ist ein Herkunfts- und Qualitätszeichen und hat noch wenige Parameter, die mit Tierwohl zusammenhängen. Die müssen wir jetzt aufsatteln. Aber über dem ganzen Dach steht eben dieses Zeichen Baden-Württemberg. Und es ist uns wichtig, dass wir eben nachweisbar auch für die Kunden eine Ware aus dem Ländle, aus Baden-Württemberg beziehen. Das Tierwohl ist mir wichtig oder uns wichtig, damit es den Schweinen einfach gut geht. Und wir haben ja dann nachher auch, wenn wir gutes Fleisch erzeugen, haben wir auch einfach die Gewissheit, dass wir noch auch beruhigt die Schweine wieder zum Abgeben können, zum Schlachten. Und auch wegen dem die Nähe, einfach alles in der Region. Wir sind Familie Scheuing. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit Bullermast und wir machen das Ganze als Familienbetrieb. Besonders macht unsere Art der Tierhaltung, dass unsere Tiere auf Stroh sind. Das heißt, sie sind nicht auf dem Vollspalte, wie das sehr oft der Fall ist. Unsere Tiere, egal ob jetzt männlich oder weiblich, haben eine Zweiflächerbucht. Das heißt, ein Teil standet sie beim Fressen und zum Liegen haben sie Stroh und liegen weich. Und ich finde das einfach super für die Tiere. Unsere Tiere haben wesentlich mehr Platz wie ein normaler herkömmlicher Stall zur Verfügung. Wir haben also die doppelte Quadratmeter pro Tier, was wir zur Verfügung stellen aufgrund von unserer Zweiflächerbucht auf Tretmist. Wir haben wesentlich mehr Licht im Stall, wir haben wesentlich mehr Luft im Stall, wir haben alle unsere Boxen mit doppelt Wasser versorgt. Also unsere Tiere haben es wie im Schlaraffenland.
Ja gut, das ist die einzige Chance für die Zukunft, dass wir noch genussvolle Fleischgenuss haben, dass wir wissen, wie es erzeugt worden ist und auch als Metzger mit gutem Gewissen dahinter stehen. Wenn es den Tieren gut geht, dann geht es auch dem Landwirt gut. Weil dann sind die Zunahme dementsprechend gut und dementsprechend sind sie auch leistungsbereit nachher, die Tiere, egal ob männlich oder weiblich. Und so ist das eigentlich ein schlüssiges Konzept. Wir sind da der Meinung, dass das Zukunft ist, dass man einfach viel mehr auf Tierwohl achten müssen und da vielleicht auch ein oder andere Euro investieren müssen, aber dann sind wir der Meinung, ist das der richtige Weg. Ich bin Birgit Locher, ich bewirtschafte einen Hof mit Ferkelerzeugung. Also wir haben uns dafür entschieden, ein System zu wählen, das ein bisschen mehr Tierwohl beinhaltet. Einfach mehr Platz für die Tiere, viel Beschäftigungsmaterial. So können wir es eben auch verantworten, dass wir den Ferkeln den Schwanz dran lassen. Also ungruppierte Ferkelchen mit Langschwanz, die wir so aufziehen können. Das heißt ganz viel Beschäftigung, Spielmaterial. Und so möchten wir optimales Tierwohl für die Ferkel schaffen. Zum einen habe ich die Verantwortung für die Tiere, solange sie hier auf meinem Hof sind. Sie sollen es gut haben, sollen nicht leiden müssen, sollen keine Schmerzen haben. Obwohl natürlich am Ende dieses Prozess die Schlachtung steht, das ist ganz klar. Aber solange ich die Verantwortung habe, soll es den Tieren gut gehen. Zum anderen ist natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir merken, was die Verbraucher von uns wollen, was sie fordern. Und da ist, denke ich, mehr Tierwohl ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch in den letzten Jahren gemerkt haben, wie elementar wichtig diese Anforderung auch für uns wird. Unsere regionalen Wertschöpfungsketten stehen für Vielfalt, für Verlässlichkeit, für Sicherheit und für Transparenz. Und alle Akteure auch für eine zukunftsfähige Lebensmittelproduktion in einem Spannungsfeld von ökonomischen Sachzwängen und einer ökologischen und sozialen Verantwortung. Und alle bekennen sich zum Standort Baden-Württemberg, alle produzieren sie bei uns im Land.